natürlich müssen auch junge Familien unterstützt werden. Deswegen will ich dafür sorgen, dass für junge Familien bezahlbarer Wohnraum verfügbar ist. Und nicht nur in der Stadt selber, sondern selbstverständlich auch in den Ortsteilen. Dass ausreichende Betreuungsangebote für Kinder vorgehalten werden. Wir alle erinnern uns vielleicht an die Diskussion zu Beginn dieses Jahres. Aber auch, dass wir ein Schulsystem aufrechterhalten, das allen Fähigkeiten unserer Kinder gerecht wird. Sprich, dass keine weiteren Schulschließungen hier mehr vorgenommen werden. Das heißt, dass ich auch in Ortsteilen noch Grundschulen besuchen kann, ortsnah für kleinere Kinder, dass ich nach wie vor eine Realschule, ein Gymnasium und auch noch eine Hauptschule hier in Goch besuchen kann. Je nachdem, wie es meinen Fähigkeiten entspricht. Wenn wir über Junge sprechen, werden oft die Älteren vergessen. Aber so darf es nicht sein. Auch sie dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Auch für sie müssen wir ein lebenswertes Umfeld in unserer Stadt schaffen oder erhalten. Wir bieten inzwischen schon eine umfangreiche Seniorenberatung, Altenbegleitung, Seniorenbetreuung an. Ich glaube, das ist schon ein gutes Angebot, was man für ältere Leute hier vorfinden kann. Auch an die Mobilität ist hier gedacht, denn unser Verkehrssystem, das Stadtbussystem, bietet dafür sicherlich auch vernünftige Möglichkeiten. Wir sind jetzt bei fast 7 Minuten. Dann will ich nur noch 2 Sätze sagen. Ganz wichtig für mich ist auch das Ehrenamt, weil gerade die ehrenamtlich tätigen Leute in zahlreichen Gruppierungen, Vereinen eine ganz, ganz wichtige Aufgabe für die Stadt erfüllen. Mein Petitum ist es daher, ich will mit aller Kraft die Akteure, und zwar alle Akteure der Stadt zusammenbringen, ihre alle Potenziale nutzen, und zwar zum Wohle unserer Stadt und zum Wohle unserer Bürger. Dankeschön. Vielen Dank an die 3 Kandidatinnen und Kandidaten für diese kurze Vorstellungsrunde. In den Themenfeldern, die wir jetzt gemeinsam durchschreiten, wird sich ergeben, wie sich es eben ergibt. Also vielleicht ergibt sich das auch dann stärker als Diskussion unter den Kandidaten. Das werden wir einfach sehen, wie sich das entwickelt. Der erste Themenkomplex ist ja die Rolle der Bürgermeisterin des Bürgermeisters. Mein Kollege David Gede von der Ruhr-Universität Bochum hat kürzlich in einem Interview gesagt, den Satz fand ich eigentlich ganz gut, es ist vollkommen unmöglich, ein guter Bürgermeister zu sein. Tja, der Bürgermeister ist ja zumindest in den Augen vieler Bürgerinnen und Bürger irgendwie für alles zuständig. Er muss ein guter Manager sein, ein toller Vorgesetzter, ein Zuhörer sein, ein guter Redner, Parteipolitiker muss er oder sie sein, Medienmensch, Kümmerer, Stratege. Der Bürgermeister muss die Sorgen jedes einzelnen Bürgers ernst nehmen oder zumindest so tun, als ob er das täte, selbst dann, wenn diese Sorgen überhaupt gar nichts mit den Zuständigkeiten und Kompetenzen der Kommune, des Bürgermeisters zu tun haben. Das ist eine Mischung an Anforderungen, die eigentlich niemand perfekt ausfüllen kann. Kein Mensch kann alle diese Rollen zu gleichen und gleicher Qualität erfüllen. Deshalb meine Frage an Sie alle 3, wie sehen Sie die Rolle des Bürgermeisters, der Bürgermeisterin? Ist das eher Verwaltungschef, eher Politiker, eher Kümmerer? Was ist aus Ihrer Sicht die Rolle des Bürgermeisters? Vielleicht fangen wir mit kurzen Statements auch an und dann gehen Sie gerne in die Diskussion, wenn Sie denn wollen. Fangen diesmal auf der anderen Seite an, Herr van Baal, bitte. Ja, ich glaube, Sie haben das gerade schon sehr umfassend beschrieben, wie kompliziert eigentlich diese Aufgabe sich darstellt. Ich glaube, es ist eine Mischung von vielem. Er sollte sicherlich der Manager der Verwaltung sein, denn zu der Verwaltung und zu der Stadt gehören ja nicht nur die Kernverwaltung, sondern auch Gesellschaften und Betriebe. Insofern stützt er sich sicherlich bei der Bewältigung seiner Aufgabe auch auf Fachbereichsleiter, die in speziellen Sachgebieten natürlich die konkrete Kenntnis haben, die man nicht von allen Sachgebieten als Einzelperson nochmal aufweisen kann.
Eine wichtige Funktion ist natürlich auch, dass man erkennt, welche Bedürfnisse in einer Stadt vorhanden sind, worauf muss man reagieren. Und er muss natürlich, das Thema kommt ja nachher nochmal, die Finanzen im Blick haben. Das hört sich leicht an, ist es aber nicht, denn eine Stadt ist keine Firma, die, ich sag das mal platt, unrentable Bereiche abstoßen kann, sondern sie hat viele, viele Pflichtaufgaben zu erfüllen, die sehr viel Geld kosten und von denen sie auch nicht lösen kann. Aber ich glaube, ein Bürgermeister, das halte ich für ganz, ganz wichtig, muss auch für alle Bürger ein Vorbild darstellen. In seinem Verhalten, in seinem Auftreten, in seinem Erscheinungsbild. Dazu gehört vielleicht auch hier und da eine gewisse Bescheidenheit. Und er muss Bürgernähe praktizieren. Wir leben hier in einer mittelständischen Kommune, knapp 34.000 Einwohner, wo, glaube ich, sehr, sehr viele Bürger oder fast alle doch noch einen sehr engen Kontakt auch zum Bürgermeister pflegen wollen und pflegen können. Deswegen muss er ein offenes Ohr für die Bürger haben. Und ich glaube, er muss präsent sein, neben der konkreten Aufgabe, die er als Verwaltungschef und damit als Verantwortungsträger für das Gesamtwohl der Stadt hat. Das erstmal von meiner Seite vielleicht dazu. Ja, wie sehe ich die Rolle des Bürgermeisters? Natürlich ist er Chef der Verwaltung und natürlich hat er da die Funktion, die Leitungsfunktion. Und das bedeutet nicht nur, dass man das entgegennimmt, was andere einem bringen, sondern leiten bedeutet auch führen, ja, eine Zielrichtung vorgeben und diese Zielrichtung dann auch verfolgen. Über Verwaltungstätigkeit hat Herr van Baal jetzt ja genug gesagt und das ist sicherlich alles richtig und gut und wohl. Aber wenn das alles wäre, dann bräuchten wir ja den Bürgermeister unserer Prägung nicht mehr, dann hätten wir ja den alten Stadtdirektor behalten können. Das hat der Gesetzgeber ja gar nicht gewollt und es gibt halt heute den Bürgermeister, der eben noch mehr ist. Er ist nämlich aus meiner Sicht Repräsentant der Stadt, Repräsentant der Bürgerinnen und Bürger nach außen und nach innen. Nach außen ist ganz klar, da nimmt er Repräsentationsaufgaben wahr, vertritt die Stadt bei irgendwelchen Konferenzen und was weiß ich, was es alles gibt. Nach innen aber ist er auch Repräsentant der Stadt. Und das bedeutet, dass er verpflichtet ist, ob er will oder nicht, sich den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu widmen und sich darum zu kümmern. Das setzt voraus, dass es sich das anhört, dass er mit den Bürgerinnen und Bürgern spricht, dass er entscheidet und dass er Entscheidungen den Bürgerinnen und Bürgern erklärt. Und nicht, wie es oftmals doch Politiker gerne tun, nur die guten Entscheidungen weiterreicht, sondern auch die schlechten Entscheidungen den Leuten mitteilt, erklärt, damit sie auch auf fruchtbaren Boden und vor allen Dingen auf Verständnis stoßen. Denn das ist ja das Allerschwierigste. Man kann nicht deshalb ein guter Bürgermeister sein, weil man immer irgendjemandem ja nun eine schlechte Nachricht geben muss, ja, seinen Antrag ablehnen muss, Erwartungen enttäuschen muss. Und es gehört eben zu den Aufgaben eines Bürgermeisters, den Bürgerinnen und Bürgern zu erklären, das muss so sein, weil, und dann kommt die Begründung, in der Hoffnung, Akzeptanz zu bekommen für einen Weg, den der Bürgermeister gehen muss. Das ist aus meiner Sicht die Rolle, die ein Bürgermeister hat. Sehr viele wichtige, richtige Sachen gesagt worden. Eine Sache fehlt mir in diesem Verhältnis, nämlich die Stellung des Bürgermeisters, der Bürgermeisterin zu der Partei, die sie gestellt hat. Und zum Rat vor allen Dingen. Es ist nicht erwähnt worden, dass letztendlich die Entscheidungen für diese Stadt, die dann sicherlich vom Bürgermeister zu erklären sind, vom Rat getroffen werden. Die wesentlichen Entscheidungen, nämlich auch die Frage der höheren Schulden, der Investitionen, der Strukturen in der Stadt, die gibt der Rat. Natürlich wird der Bürgermeister mit seiner Verwaltung
diese Dinge vorbereiten und mit guten Vorlagen hoffentlich den Rat auch davon überzeugen, wo es lang geht. Das will ich gerne tun. Deswegen will ich mit allen Parteien und allen Gruppen zusammenarbeiten. Ich habe das immer gesagt, meine Partei weiß das auch. Für mich sind die Menschen das Wichtigste in dieser Stadt. Und wenn die Menschen nicht mitgenommen werden, und zwar vorher, es nützt auch nichts, wenn ich hinterher versuche, die Parkgebühren zu erklären. Ich wäre vorher ins Kastell gegangen und hätte mit den Menschen, mit den Anwohnern vor allen Dingen gesprochen, was auf sie zukommt. Ja? Und dann wäre jedem aufgefallen, dass das so nicht geht. Ja. Der Punkt ist, dass ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin natürlich nach innen auch wirken muss, nämlich in ihrer Verwaltung. Das will ich auch gerne tun. Ich habe das eben schon angedeutet. Ich glaube, wir haben hochmotivierte und qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Aber irgendetwas scheint in der Verwaltung im Moment nicht so gut zu laufen. Das ist das, was wir hören, was vielleicht auch viele von Ihnen hören. Und wenn es dann schon im Rathaus nicht stimmt, dann stimmt es auch in der Stadt Goch nicht. Und ich glaube, da muss man auch die Menschen mitnehmen. Ich meine nicht, dass man sich alles vorbringen lässt, aber es gibt große Herausforderungen, große Probleme in dieser Gesellschaft. Und auch in Goch ist ganz viel im Argen, was die städtische Jugendarbeit betrifft, was die Flüchtlingsarbeit betrifft, haben wir das bisher immer nur aufs Ehrenamt abgeschoben. Die Stadt Goch muss aber Koordination übernehmen und das will ich tun. Das will ich einsetzen, dass wir dort das koordinieren und dass wir die Ehrenamtlichen begeistert mitnehmen in die Projekte, die wir vorhaben und die vielleicht auch nicht so viel Geld, aber mehr Engagement des Einzelnen verlangen. Vielen Dank. Den Punkt, den Sie auch unter anderem angesprochen haben, ganz wichtiger, der des Verhältnisses zwischen Kandidat und Partei. Wie sehen das die anderen? In welchem Verhältnis stehen Sie zu Ihrer Partei bzw. zum Bürgerforum Goch? Ja, also da Sie es gerade angesprochen haben, ich bin seit vielen Jahren Fraktionsvorsitzender des Bürgerforums Goch, sodass Sie daraus entnehmen können, dass natürlich eine ganz enge Verzahnung da ist. Das, was wir als Wahlprogramm, mit dem wir als Wahlprogramm angetreten sind 2014, das sind schon Dinge, die ich auch vertrete. Aber ich bin nicht der Meinung, dass ein Bürgermeister dazu da ist, nun die Programmatik der eigenen Partei als erstes im Auge zu behalten. Ich denke nämlich, dass das Machbare natürlich in der Politik immer das Wichtige ist. Ja, er wird antreten müssen mit den Zielen, die sicherlich durch seine Gruppierung vorgegeben sind. Er wird das sicherlich auch versuchen umzusetzen, aber er wird das natürlich nur machen können, wenn er sich dazu eine Mehrheit im Rat beschaffen kann. Das hat Frau Trenkmann gerade gesagt. Und da sehe ich das eigentlich ganz entspannt, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Rat Auseinandersetzungen gibt über Dinge, die gut und vernünftig sind und dass die abgelehnt werden, nur weil man meint, man müsse nun einem Bürgermeister, der nicht der eigenen Couleur angehört, eins auswischen. Die anderen dürfen auch reagieren. Ich sehe sie so ein bisschen zucken in den. Sie dürfen auch eingreifen, wenn es Ihnen nicht passt. Ich kann da vielleicht gerne mal was zu sagen. Also ich bin ja nun mal Kandidat der CDU hier in Goch. Die CDU war lange die Mehrheitspartei, beziehungsweise hat hier eine absolute Mehrheit gehabt, seit der letzten Kommunalwahl nicht mehr. Nur als Bürgermeister ist es ja logisch und klar, für mich zumindest, dass man ja nicht der Vertreter der eigenen Partei sein kann. Als Bürgermeister ist man Bürgermeister aller Gocher und muss alle Meinungen vertreten, und zwar das, was das Beste für die Stadt bedeutet. Das ist ganz logisch. Allerdings setzt das auch voraus, dass ein Bürgermeister in seiner Funktion auch konsensfähig ist, kompromissfähig ist und dass er auch in der Lage ist, auf andere Parteien zuzugehen. Und ich sage das mal ganz vorsichtig, wir haben in den letzten Jahren zumindest erlebt, dass zumindest das Bürgerforum seit 2010 jeden Haushalt abgelehnt hat, ein wenig Blockadepolitik da betrieben hat, also es keine Konsensmöglichkeiten gab
um auch gemeinsam einstimmig möglicherweise mal einen Haushalt zu verabschieden oder Kompromisse zu schließen. Das gehört auch dazu. Bei dem Ergebnis, was die Haushalte jetzt in der Summe hervorgebracht haben, nämlich allein in den letzten 5 Jahren 36 Millionen zusätzliche Schulden, ja, da kann es doch nicht verwundern, wenn es eine politische Gruppierung gibt, die sagt, das wollen wir nicht mitmachen. Ja? Und dann auch noch, Herr van Baal, zu sagen, da sei man nicht konsensfähig. Also bitte, wir sind konsequent. Das hat doch nichts mit mangelnder Konsensfähigkeit zu tun. Und ich will Ihnen, weil das ja so gerne jetzt gesagt wird, wir seien nicht konsensfähig und das Bürgerforum, das würde immer nur ihren Stiefel machen. Ich will Ihnen mal vorlesen, was Ihr Fraktionsvorsitzender am 18. März 2010 bei seiner ersten Haushaltsrede gesagt hat. Da hat er nämlich gesagt, dass, und für das kann es auch zusammenfassen, das wäre gut. Ja, das wäre gut. Ich mache es ganz kurz. Also der Fraktionsvorsitzende hat gesagt, er werde mit allen Parteien reden. Nur mit dem Bürgerforum nicht. Und wenn Sie noch so bitten. Diese Linie, Herr van Baal, hat die CDU-Fraktion, und Sie waren Ihr stellvertretender Fraktionsvorsitzender, konsequent durchgehalten. Ich kann mich an eine Sitzung im Rat erinnern, da haben wir Anträge eingebracht, Sparanträge im Rahmen der Haushaltsberatungen, die sind wortlos. Ohne eine einzige Diskussion, ohne auch nur irgendeine Reaktion von Ihnen, von der SPD, von den Grünen, von der ZIP, ohne dass auch nur irgendeine Reaktion erfolgte, abgelehnt worden. Schweigen im Walde, hat eine Journalistin formuliert. Also wenn Sie dann sagen, wir seien nicht konsensfähig, dann würde ich vielleicht mal überlegen, ob das nicht daran liegt, dass die damaligen Akteure nicht die Bereitschaft hatten, mit uns zu reden. Und ich meine, wenn ich mir die Ergebnisse angucke, es wäre bitter notwendig gewesen, mit uns zu reden. Sie sprachen jetzt 2010 an, das ist 5 Jahre her. Ich erinnere mich natürlich auch an, ich sage es mal, Konsolidierungsvorschläge, die dann lauteten von Ihrer Seite, Abschaffung aller freiwilligen Leistungen in der Stadt Koch. Und ich habe letztens noch gelesen, dass Sie zu den Aussagen nach wie vor stehen. Habe ich in der Presse zumindest so nachlesen können. Da muss man natürlich auch mal sagen, was das bedeutet. Abschaffung aller freiwilligen Leistungen heißt, doch, das haben Sie genauso gesagt, hundertprozentig. Ja doch, das waren ja die Anträge, die Vorlagen als Veränderungsvorschläge. Ja, das heißt, keine Kultur mehr, kein Museum mehr, keine Zuschüsse mehr an Vereine. Also alles das ist damit verbunden, wenn man das so exzessiv durchführen will. Ich weiß nicht, warum das nicht möglich gewesen wäre, sich möglicherweise auf irgendwelche Kompromisse zu einigen. Weiß ich nicht, aber wenn man mit solchen drastischen Forderungen kommt, denen man einfach auch aus unserer Sicht damals nicht zustimmen kann, dann ist das, glaube ich, für jeden nachvollziehbar. Denn aber so Sie waren doch beide werden. Dabei. Warum wird denn jetzt so rückwärtsgewandt diskutiert? Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Wir sind doch angetreten, um Bürgermeister für alle zu sein. Ja, also bei mir steht es auf dem Plakat von der CDU. Vielleicht auch die Chance nutzen. Wir haben einen Rat, der steht. Ja, der ist vor einem Jahr von den Bürgerinnen und Bürgerinnen in Goch gewählt worden. Mit den Mehrheiten steht dieser Rat. Und wir haben auch in diesem Jahr schon erlebt, dass das schwierig wird. Und ich glaube, jeder von uns weiß, dass es schwer wird, Kompromisse zu bekommen. Aber wir müssen darauf hinarbeiten. Und sich zu beschweren, dass irgendeiner nicht konsensfähig ist, das muss eben dann auch der Bürgermeister in die Hand nehmen. Und ich will das tun, das habe ich gesagt. Wir müssen miteinander reden, um es besser zu machen. Und wir müssen uns an die Sparvorschläge der Verwaltung machen. Wir haben das Montag schon kurz erörtert. Es gibt, die Verwaltung hat ihre Hausaufgaben schon gemacht. Die hat eine Potenzialanalyse vorgelegt.
Ja, und wenn wir über Sparen reden, dann müssen die Parteien sich jetzt äußern zu diesen Vorschlägen. Und möglichst bevor der Haushalt eingebracht wird, damit die Verwaltung eine Tendenz der Politik spürt, wenn die Politik hat, das hinterher zu entscheiden. Was nützt das denn, wenn ich an allen Punkten im Haushalt, die mir wichtig sind, keine Einsparung mache und an Punkten, die mir vielleicht als Person, auch als Bürgermeisterin wichtig sind, dann das Geld im Grunde genommen, was noch übrig ist, habe und sie lehnen es hinterher ab. Ja, das geht auch nicht. Das heißt, man muss vorher sprechen und von mir aus auch in Arbeitskreisen, die dann aber bitte öffentlich gemacht werden und nicht alles hinter verschlossenen Türen, denn die Bürger sollen mitbekommen, worüber diskutiert wird, denn es ist ihre Zukunft. Und wenn ich bei den Jugendlichen spare, dann habe ich hinterher keine Jugendlichen, die ihre Ausbildung hier machen und hier bauen oder wohnen wollen, ja, dann gehen die nämlich weg, weil sie haben ja erlebt, dass in ihrer Zeit hier nichts getan worden ist für sie. Und da können wir auch nicht immer nur sparen. Diese Sparerei, ja, die Menschen, wir müssen sparen. Ich bin ein sparsamer Mensch, habe ich eben gesagt. Aber es kann nicht sein, dass wir in allen Punkten sparen und dass dann, wenn man sagt, nein, ich will nicht sparen, ich will hier was ausgeben, dann kann ich nur ablehnen. Wenn der Rat das macht, dann ist das eine Blockadepolitik, dann ist das so, dass keine freiwilligen Leistungen letztendlich mehr stattfinden. Und dann ist die Stadt im Grunde genommen wie in einem faktischen Haushaltssicherungskonzept. Das wollen wir nicht. Frau Drengmann, ich sehe aber, jetzt sind wir ja schon Wir sehen, Sie haben es gehört, Themenfeld Nummer 2, die Finanzen hinübergeschwenkt. Ich sage ganz kurz dazu noch was, denn ich habe schon befürchtet, das wird ein langweiliges Thema, weil, da steht zwar viel in der Zeitung, aber ich habe gelesen in den Zeitungen, dass im Grunde alle so ein bisschen das Gleiche gesagt haben. Zumindest ist das, was ich in der Zeitung entnomme. Ich könnte jetzt ein paar Zitate bringen, ich lasse es. Und ich freue mich, dass es doch kein langweiliges Thema ist. Es ist ein feuriges Thema und das ist natürlich sehr gut so. Entschuldigung, dass ich mich da eingemischt habe. Bitte. Nein, ist ja gut. Denn es ist deshalb ein feuriges Thema, weil es schon die letzten Jahre, Herr von Barth hat das ja angesprochen, er sagt, ach, das ist ja 5 Jahre her, aber es dauert eben schon seit Jahren an. Und dieses Thema wurde erst eher unterschwellig im Rat diskutiert. Wissen Sie, da dringt dann oftmals nicht viel nach außen. Aber es wird ja immer drängender, es wird ja immer schlimmer. Und wenn man von Transparenz redet, dann muss man zum Beispiel auch sagen, dass jetzt nach außen hin so getan wird, als sei alles wunderbar, die Stadt hat jetzt mal einen Nachtragshaushalt vorgelegt, da sind 1,7 Millionen plus drin. Ja, aber dann sagt man natürlich nicht, dass man gleichzeitig auch Kassenkredite in Höhe von 23,5 Millionen Euro aufnehmen will. Das in diesem gleichen. Nein, also bitte, Frau Dreckmann, wenn Sie die Haushaltssatzung gelesen haben, dann wissen Sie ja, dass man gleichzeitig mit der Verabschiedung des Nachtragshaushaltes die ursprünglich vorgesehene Summe von 19 Millionen Euro Kassenkrediten, das sind Kredite, die braucht die Stadt, damit sie liquide bleibt, damit sie ihre Rechnungen bezahlen. Das wissen Sie, das tut richtig weh, sowas zu sagen. Die hat man aufgestockt, die 19 Millionen, um 4,5 Millionen. In dieser Satzung, in dieser Nachtragssatzung, in der man ja angeblich 1,7 Millionen Euro Gewinn macht. Um 4,5 Millionen. Ja, warum denn wohl? Weil man die hat, die 4,5 Millionen, oder weil man sie nicht hat? Nein, das ist ein ganz entscheidendes Thema. Die Finanzpolitik, sie trifft die Zukunftsfähigkeit dieser Stadt. Das ist das, worüber wir uns zwingend, wer von uns auch immer Bürgermeister wird, zwingend widmen müssen, an allererster Stelle. Denn diese finanzielle Schieflage, diese finanzielle Notlage, muss man sagen, die wird dazu führen, wenn wir die nicht drastisch eingrenzen, dass wir keinerlei Spielraum mehr haben für das, was Sie berechtigterweise vorschlagen, für das, was Sie wollen, für das, was ich auch gerne bringen würde. Wir werden es nicht bezahlen können. Und das, meine Damen und Herren, kann doch nicht wahr sein. Das ist mein Anliegen. Ich will, dass wir da sparen, wo es gerade eben geht. Ja, gut. Okay, dann fangen wir mal an. Darf ich vielleicht noch mal dazwischen etwas äußern? Ja? Also das hört sich jetzt so an, als wenn außer dem BFG alle anderen Parteien alleine die Schuld daran haben, dass wir hier Kassenkredite, da stimme ich jetzt mal Frau Trenkmann zu, im Rahmen der Möglichkeiten bis 23,5 Millionen hier haben.
Ich will nur noch mal in Erinnerung rufen, es war im Jahr 2013, wo alle Fraktionen im Rat, auch das BFG, einen 10-Millionen-Kredit noch genehmigt hat. Also immer so zu tun, als wären es nur die anderen, das passt nicht so ganz. Und ein Riesenteil dieser Schulden ist natürlich auch schon vor der Zeit aus 2010 entstanden. Sie haben richtigerweise gesagt, seitdem sind nochmal reiche Schulden dazugekommen. Das stimmt. 36 Millionen. Aber auch die 10 Millionen haben Sie mitbeschlossen. Warum Sie da nicht abgelehnt haben, weiß ich nicht. Denn das wäre dann für mich die Logik gewesen, wenn ich einen Haushaltsentwurf, der ein Defizit von, ich sage das mal, 1,5 oder 2 Millionen ausweist, wenn ich dem nicht zustimme, warum stimme ich dann einem 10-Millionen-Kredit zu? Das wäre dann auch logisch gewesen, das nicht zu tun. Also es sind nicht immer nur die anderen gewesen, sie haben da auch dran mitgewirkt. Das will ich nur nochmal betonen. Also wenn Sie jetzt, können wir gerne über die 10 Millionen reden. Ja? Wir wissen ja, wofür die waren, dass das ein Investitionskredit waren, die für die Stadtwerke eben vorgesehen waren, und zwar um deren unternehmerische Ambitionen überhaupt finanzieren zu können. Ich würde jetzt, ja natürlich, es ist ja so, Sie haben ja gerade gesagt, wir würden uns immer verweigern, das tun wir ja gerade nicht. Ja, wenn wir da eine Perspektive sehen, ja, und die hat damals der Herr Marx bei uns im Rat ganz glasklar für alle vorgetragen, dann, wenn wir eine Verweigerungshaltung hätten, der hat gesagt, nee, es sind 10 Millionen Schulden, das machen wir nicht. Das haben wir aber nicht gemacht. Wir haben gesagt, gut, ja, die unternehmerische Entscheidung hat er uns nachgewiesen. Er hat gesagt, dafür brauchen wir das Geld. Wenn wir das Geld nicht haben, können wir das nicht machen. Und ich halte es für vernünftig, das zu tun, weil es die Ertragsfähigkeit dieses Unternehmens Stadtwerke verbessert. Dann haben wir ja gesagt. Da ist auch nichts gegen zu sagen. Das ist ja auch, betrifft ja auch nicht Kassenkredite. Kassenkredite, das sind Dispo-Kredite, meine Damen und Herren. Wenn Sie im Monat mit Ihrem Geld nicht auskommen und Ihr Konto überziehen, dann haben Sie im nächsten Monat weniger, wenn Sie Dispo in Anspruch nehmen. Und dann wird es immer enger. Und wenn Sie, wie wir, bei 23,5 Millionen sind, bei einem Haushalt von 70 Millionen, dann können Sie sich das ja mal überlegen, was das für eine Auswirkung hat. Das ist das große Problem, das wir haben. Und ich will mal vorlesen, was der Landrat an den Bocher Bürgermeister geschrieben hat. Nur einen Satz. Einen Satz. Mit großer Sorge ist die Liquiditätslage zu betrachten. In allen Finanzierungsjahren bis 2017 ergeben sich nicht unerhebliche Abflüsse an liquiden Mitteln. Das schreibt der Landrat. Also ich stimme ja zu, dass die Kassen... Jetzt hatte die Frau Trenk, was ich zunächst mal angemeldet. Dass wir hohe Ausgaben hatten in den letzten Jahren, ist unbestritten. Die sind sicherlich auch nicht alle sinnlos gewesen. Ja, wir haben das Kanalsystem beispielsweise finanzieren müssen, das war ein Riesenbatzen. Wir haben auch Sachen finanziert, gegen die, sag ich mal, ich auch war, nämlich das Rathaus, müssen wir heute sagen, mit dem Rathaus sind die Bürger inzwischen alle ganz einverstanden, aber da müssen wir auch ehrlich sein, das war teuer. Ja, und das müssen wir jetzt bezahlen. Wie wir diese Massen von Schulden bezahlen sollen, weiß ich nicht so ganz genau. Ja, das wird sich finden. Dass wir unseren Mitarbeitern, ja, vielleicht werden wir es auch nicht können. Ja, wenn ich mir das anhöre und wenn ich sehe, was in den letzten 60 Jahren eben, sag ich mal, unter den Mehrheiten, die wir hier hatten, an Schulden gemacht worden ist. Und wenn wir unsere Pro-Kopf-Verschuldung sehen, die deutlich höher ist, ja, doppelt so hoch wie die am nächst verschuldetste Gemeinde im Kreis Kleve, dann... Doppelt so hoch wäre schön. Ja, doppelt so hoch wie die der nächst verschuldetsten Gemeinde. Auf jeden Fall ist das natürlich dramatisch und da müssen wir dran und alles muss auf den Prüfstand. Aber deswegen fordere ich ja auch die Politik, die Parteien auf, zu gucken, wo können wir sparen. Und das ist etwas, was wir in die Zukunft sehen müssen. Und es gibt bestimmte Dinge, da können wir nicht sparen. Das sind die Pflichtaufgaben, die müssen wir bedienen. Ja, und dazu gehört aber beispielsweise auch, dass wir unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bezahlen müssen.